Du bist einzigartig und du bist geliebt. Jesus Christus sagte, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will eure Seele erquicken. Jesus Christus ist für dich persönlich am Kreuz gestorben. Und er sagte, es ist vollbracht. Das ist das, die Liebe des Herrn, die geoffenbart wurde in Jesus Christus. Es gibt Religionen, die euch sagen, dass ihr durch eure Werke in den Himmel kommt. Aber Jesus hing am Kreuz und sagte, es ist vollbracht. Jesus Christus hat das getan aus Liebe, aus reiner Gnade, nicht weil ihr es verdient hättet. Und diese Botschaft, die Botschaft der Liebe, findet ihr in der Bibel. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann komm auf uns zu. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann nimm dir hier ein Traktat mit und such Gott von deinem Herzen und du wirst ihn finden. Jesus Christus sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Religionen behaupten, dass es einen anderen Weg gibt. Aber Jesus Christus ist die Liebe in Person, die geoffenbart wurde. Er sagte, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Wer an mich glaubt, der wird das Himmelreich sehen. Du kannst Jesus Christus in deinem Herzen finden, wenn du ihn suchst. Du kannst den Frieden in deinem Herzen auf dieser Welt nicht finden. Es gibt immer irgendetwas, was dir fehlen wird. Der Frieden, der in dir fehlt, kannst du nicht mit Frauen, nicht mit Geld und nicht mit Materialismus füllen. Der einzige Weg, in dem du diese Leere in deinem Herzen füllen kannst, ist Jesus Christus. Wenn du nach Gott suchst, dann komm auf uns zu. Wenn du wirklich Gott von deinem Herzen suchst, sagt er, dann wirst du ihn finden. Die Bibel sagt uns, wer sucht, der wird Jesus finden. Ich lebte in der Sünde und Jesus Christus hat mir gezeigt, was es heißt, an Gott zu glauben, Gott zu finden und Gott zu kennen. Du kannst noch so viel Schlechtes in deiner Vergangenheit gemacht haben. Jesus Christus sagt, wenn du an mich glaubst, so will ich dir deine Sünde vergeben. Und du wirst Frieden mit Gott erlangen, indem du Jesus Christus findest und suchst. Lauter. Nimm dir gerne was mit. Lauter? Lauter. Du kannst dir Autos kaufen, du kannst dir Frauen holen, du kannst dir alles in dieser Welt holen, aber den Frieden in deinem Herzen und die Lücke wirst du nur füllen, wenn du das passende Teil in deinem Leben findest. Und dieses passende Teil nennt sich Jesus Christus. Es gibt Leute, die sagen, wofür brauche ich Gott? Aber du brauchst Gott in deinem Leben, um diesen Frieden in deinem Herzen zu bekommen. Ich kenne das. Ich habe die Leute gesehen, die gepredigt haben. Ich bin vorbeigelaufen und dachte, was sind das für Spinner? Aber diese Leute, die das auf der Straße predigen wie ich heute, die haben eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, die einzige Möglichkeit, mit Gott in Frieden zu treten, ist Jesus Christus, sein Kreuz anzunehmen. Die Religionen behaupten, dass sie einen Weg in den Himmel haben. Der Islam wird euch nicht in den Himmel führen. Der Islam erzählt euch, dass Mohammed sinnlos war. Doch Sure 47, Vers 19 und Sure 48, Vers 2 sagt, dass Mohammed Sünden hatte. Der Einzige, der ohne Sünden ist, ist Jesus Christus. Und das ist der Einzige, der euch retten kann. Ein sinnvoller Mensch kann euch nicht die Sünden nehmen. Nur Gott alleine kann die Schuld von dir am Kreuz tragen. Und deswegen wurde Gott Mensch. Aus Liebe und aus Gnade. Gott hat dich herausgeholt aus deinen Sünden, wenn du an ihn glaubst. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel ist verfälscht, aber es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Die Muslime behaupten, Jesus war nur ein Prophet, aber die Bibel sagt uns, Gott wurde geoffenbart in Christus, sein Abbild, seine Herrlichkeit durch Menschen. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann komm auf uns zu, nimm dir ein Traktat und sprech uns an. Der Jesus Christus segne euch.